Dunkle Wolken über der Zukunft, böse Omen zu Jahresbeginn, Feuerrad und Breyerscheibe, Bote des Lichts bricht die Verkündung des Jahresorakels ab. Garrett, die namenlosen Tage lagen schwer auf den Landen der Sterblichen. Ein mächtiger Sommersturm brauste am fünften Tag über die Metropole Garrett hinweg und verdunkelte Straßen, Häuser und Tore. Der von vielen befürchtete Untergang der Welt in der kürzesten Nacht blieb jedoch aus und mit den ersten Sonnenstrahlen des ersten Preios 2027 nach Bosbarans Fall dankten Kinder und Greise, Korbmacher und Gardisten dem Götterfürsten für ein weiteres Derenjahr. Viele setzten große Hoffnungen in den neuen Götterlauf. Die Zeit sei gekommen, dass bessere Monde anbrechen. Wie alljährlich waren viele Pilger zum höchsten Feiertag des Götterlaufs in die Kaiserstadt gekommen. Die Menschen krochen aus ihren verschlossenen und versperrten Häusern, um die Luft des neuen Jahres zu atmen. Stolze Priester des Preios führten mit Fanfarenschall, Pauke und Gong große Sonnenprozessionen durch die Stadt. Die Tempelschätze leuchteten weiß, golden und bernsteinfarben in der Sonne, in die Höhe gereckt von Lichtbringern und Lichtträgern, den würdigsten Geweihten der Tempel. Greifenstandbilder aus geflochtenem Lorbeer, Holz, Alabaster und mit Blattgold überzogen wurden durch die Straßen getragen. Hunderte Geweihte und Aberhunderte Akoluten priesen den König der Götter, tausende Gläubige taten es ihnen gleich. Sie führten Opfergaben mit sich, die sie dem Herrn Alvarans im Tempel darbrachten, Heiligenfiguren, Kerzen, Bernstein. Die Stadt des Lichts, die Heimstatt des Herrn Preios auf Deren, öffnete ihre Pforten und erwartete die großen Prozessionen. Zur Mittagsstunde des ersten Preios, wenn die Sonne so hoch steht wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr, sollte das Jahresorakel verkündet werden. Zuvor hatte der Bote des Lichts, der höchste Preios-Geweihte Aventuriens, mit Amtstitel Heliodan und Sitz in der Stadt des Lichts zu Garrett, die Messe im Tempel der Sonne, dem prachtvollsten aller Götterhäuser Aventuriens, vor den adligen Garetiens und des Reiches gehalten. Doch anschließend wurde er von seinem Balkon des Gurwan-Palastes aus in die Gebete des Volkes empfangen, die Neujahrspredigt halten und die berühmten Worte sprechen. Friede den Menschen, Treue den Fürsten, Gehorsam den Göttern. Während sich Tausende bei strahlendem Sonnenschein innerhalb der weitläufigen Umfriedung der Stadt des Lichts sammelten, füllten sich auch auf dem samtgeschmückten Balkon des Lichtboten die Thronsessel. Pargol, Greifax von Gratenfels, Wahrer der Ordnung Mittellande, Großinquisitor Raferian von Eslandshagen und viele andere Würdenträger nahmen bereits Platz. Unten ordneten die Sonnenlegionäre die Gläubigen und wiesen ihnen Plätze zu. Arme und Unfreie weit weg vom Balkon, Bürger und Adlige nach vorne. Weihrauchglocken und Kerzen brannten überall, Geißler zerschlugen sich den Rücken. In den Gärten blühten Königskerze, Aurikel, Greifenschnabel und Preiausblume. Dreimal wurde der gewaltige Gong des heiligen Ovilmar geschlagen, dessen Klang wie ewig verhallte. Schließlich erschien der Bote des Lichts im vollen Ornat und war in diesem Moment das lichte Zentrum der Welt. 10.000 Knie gingen zu Boden, ein Meer von Häuptern neigte sich. Heberian Preiogriff der zweite Heliodan vereinte den Glatz und die Würde in sich, die jeder an diesem Tag zu erspüren suchte. Er begrüßte die Gläubigen, dankte dem Götterfürsten für diesen Tag und ließ die Chöre die Lobpreisungen des Preios und den ersten gurwanischen Choral anstimmen. Schließlich sollte der große Moment kommen, die Verkündung des Jahresorakels. Unter dem Balkon wurde mit Goldstaub und Kreide ein gewaltiges Siegel des Preios gezeichnet, das noch aus altbosparanischen Tagen überliefert ist, verschlungene Symbole mit einem Durchmesser von 5 Schritt. Zwischen die Sonnenspiegel und zyklopäischen Weihrauchschalen des Siegels trat nun der für dieses Jahr gewählte Verkünder, Arius von Wulfen, der Hochgeweihte der Reichsregentin, ein Mann von unerschütterlichem Glauben. Unbekleidet und voller blutiger Striemen trat er in das grelle Sonnenlicht. Sein Blick war zum Himmel gerückt und das Grün seiner Augen schien bis zum entferntesten Gläubigen zu strahlen. Ein letztes Mal schlug er sich mit einer natürlich gewachsenen Geißel, der Aurusdistel, auf die Haut. Ein letztes Mal salbten 3 Akoluten seine Wunden. Die Gläubigen senkten still den Blick. Der Verkünder wandte sich der Menge zu und trug erschöpft, aber laut das Orakel vor. Siehe den Tag! Er endet, wenn die Nacht anbricht. Siehe die Gier! Sie füllt den Becher, wenn Steine schreien und Vögel weichen. Siehe die Angst, sie lacht, wenn der Himmel das Trauergewand näht. Siehe das Siegel, es bricht, wenn die Federn golden fallen. Hier aber geschah das Unfassbare. Während die Worte widerhallten,
erhob sich ein Kreischen und viele Arme wiesen gegen den Himmel. Die Preiosscheibe wurde umtanzt von roten Flammen, die gierig über das Himmelsblau fauchten. Rot färbte sich die Welt, dunkle Schatten huschten vor der Sonnenscheibe umher. Der Bote des Lichts starrte offenen Mundes zum Himmel. Dann wandte er seinen Blick dem Verkünder zu, der unbeirrt fortfuhr. Siehe den Abgrund, er verschlingt, was am Ochsenflusse grast. Unruhe erfasste alle an dieser Sonnenwende. Preios Auge war ein blutiges Fanal. Irgendwo in der Menge brach Panik aus. Menschen traten sich in der großen Masse leicht zu Tode. Der Bote des Lichts sprang auf, leichenblass hob er das in seiner Hand zitternde Zepter. Genug, es ist nicht für sie. Doch es ging weiter. Siehe den Zorn, er leert den Becher, wenn Löwe und Einhorn nicht vereint. Bringt ihn zum Schweigen, sofort, donnerte der Heliodan, und seine Stimme ließ alle erbeben. Sonnenlegionäre und Zeremonienhelfer stürzten auf Arius von Wulfen zu, der immer noch das Orakel gebar. Schaum lief ihm aus dem Mund, und er fuhr fort. Siehe den goldenen Altar, er vergeht in Flammen, wenn... Zu Boden geworfen verstummte der Verkünder und stieß nur noch erstickte Laute aus. Kräftige Arme schleppten ihn schnell ins Dunkel des Heliodan-Palastes. Aufruhr griff um sich. Die Preios-Gläubigen schlugen die Hände über den Kopf zusammen und verbargen sich vor dem Himmel. Der Bote des Lichts aber stürzte zornig seinen Thron um und verschwand mit rauschenden Gewändern ins Innere des Palasts. Seine Berater folgten ihm auf dem Fuße. Die roten Flammen um die Sonne verschwanden bald wieder. Warmer Schein fiel auf die Masse der Gläubigen, die Zuflucht im Gebet suchten. Stunden vergingen, doch der Bote des Lichts erschien nicht wieder und niemand sprach die Worte, die jedes Jahr gesprochen werden. Friede den Menschen, Treue den Fürsten, Gehorsam den Göttern. Machen wir weiter mit der Überschrift »Die Gleißende tritt aus dem Schatten«. Wie der Bote des Lichts seine Ansprache zum neuen Götterlauf verkündete, ist der rostige Ring, welcher die Seele des Reiches einschnürte, zersprengt. Diejenigen jedoch, die aus den Kämpfen um Beilung im vergangenen Fex zurückgekehrt sind, berichten von einem hohen Preis. Vom Fall des Hochmeisters des Bannstrahlordens, Ukurian Yago, und einem möglichen Verrat durch den Golgariten. Als die letzten Untoten am Arve-Pass vernichtet waren und die Schlacht für das Reich gewonnen war, da wandte sich Ukurian Yago Richtung Tobrien und sprach, wenn es noch Hoffnung geben soll, dann müssen wir den Weg in das Grauen wagen. Ein jeder von uns ist aufgerufen, alles einzusetzen. Der Bannstrahl zog aus, die Golgariten folgten, eine Handvoll Rondrianer, einige Söldlinge und vereinzelte Abenteurer schlossen sich an. Bis Drilloin, einem Städtchen in der Nähe Beilungs, blieb das Ausmaß der Gefahr, an die man sich begeben hatte, vage. Eine Mehrzahl der begleitenden Rondrianer löste sich nach knappen Abschießworten vom Zug und galoppierte davon. Nach allem, was von Ortskundigen erzählt wurde, sollte Drilloin ein Pfuhl des Frevels sein, wo ein bizarrer Kult begonnen hatte, der Untergang und Verderben wie ein freudiges Ereignis feierte. Tagtäglich opferte man hier Menschen, während die selbsternannten Hohepriester sich in abartigen Orgien ergingen, die stets das Spiel mit Leben und Tod einschlossen. Hier angelangt, wandte sich der Hochmeister in all seiner Herrlichkeit an die Seinen und rief, »Wir brennen dieses Geschwür aus!« Doch die Jubelrufe erstickten ebenso schnell, wie sie aufgebrandet waren. Schon kündigten erschrockene Meldungen vom hinteren Ende des Herzogs neues Übel an. Der Horizont hatte sich verfinstert und von beiden Flanken kamen Speer herangeprescht, die berichteten, dass der Feind sich in breiter Linie näherte. Allmählich wurde jedem klar, dass der endlose Heerwurm nicht der Vergangenheit angehörte oder gar ein Schlachtenmythos war, sondern furchtbare Realität. Ukurian Yago presste mit Blick auf Drilloin hervor, es gibt Wichtigeres, und die Stadt wurde umgangen. Der bedeckte Himmel ließ kaum erkennen, dass ein neuer Tag begonnen hatte, als man nach ruheloser Nacht das Radrom-Delta erreichte. Der Zugang zur großen Brücke in der ehemaligen Reichsstraße zwischen Warung und Beilung fand man erwartungsgemäß durch die Schergen des Schwarzen Drachen besetzt. Als man an dieser Stelle angelangt war, verließen die Golgariten die Reihen des Heeres. Zunächst war man ob des Verrates bestürzt, dann klangen erste Schmährufe auf und zuletzt wollte man den Boronis mit blank gezogener Waffe hinterherstürmen. Prokurian Rago ließ die Rabendiener gewähren und befahl den Seinen, ihre Kraft auf die Eroberung der Randrumbrücke zu konzentrieren. Sodann entspann sich ein zäher Kampf zwischen dem Bannstrahlorden und den Belagerern Beilungs.
Nach einiger Zeit wichen die Schergen des Schwarzen Drachen, in der Mehrzahl Söldlinge der blutigen Äxte, zusehends angeschlagen zurück. Die Brücke über den Radraum lag offen, vor den Ordenskriegern, gerade als der endlose Heerwurm ihnen jeden anderen Weg abgeschnitten hatte. Doch als man den fliehenden Söldlingen nachsetzen wollte, schnellte eine Seeschlange aus den dunklen Fluten des Flusses und riss die Unglücklichen, die über die Brücke vorstürmten, in Stücke. Derweil formte sich am gegenüberliegenden Ufer eine zweite Streitmacht des Drachen. Flüsterstimmen begannen die hereinbrechende Nacht zu erfüllen. Vom Radraum breitete sich ein wabernder Nebel auf dem Schlachtfeld aus. Formte sich zu Schädeln und Fratzen. Auf einer Anhöhe am anderen Ufer schlossen sich die Gegner im Fackelschein zu einem Kreis zusammen, in dessen Mitte ein Mann mit prächtigem rotem Gewand stand. Kein Geschoss konnte diese götterlästerliche Szenerie durchbrechen. Dilman, Alvenish und andere Nekromanten intonierten schauderliche Worte in einem widernatürlichen Rhythmus. Laute, die einen Tanz am Rande des Irrsinns vollführten. Ihr Raunen schwoll zu einem Brausen an, das jedem ins Ohr kroch und unter sich zu den Worten formte: Der Tod wandelt unter euch. Erst nur vereinzelt und dann in Scharen setzten sich die Gefallenen in Bewegung. Zu dem blutigen, soeben Gestorbenen, den verfaulten Leichnamen des endlosen Heerwurms, taten sich Gerippe aus uralten Zeiten. Geisterhafte Geschöpfe, von keines Menschen Auge zuvor gesehen, schälten sich aus der Dunkelheit. Ein unvorstellbares Geschehen, in dem die Albträume des Drachen mit unserer Welt verschmolzen. Auf der Brücke hatten derweil die tapferen Schützen das glitschige Untier zum Untertauchen gezwungen. Das Heer formierte sich unter Meister Hagen von Föhrenstieg zum Keil und drang unbeirrt gegen Beilung vor. Inmitten des Schlachtenlärms erklang mit einem Mal der Gesang der Bandstrahler, und die Belagerten in Beilung stimmten mit ein. Das Ende des Zuges schirmte der Hochmeister, der erwählte Okurian Yago selbst, zusammen mit seinen engsten Getreuen gegen den Schrecken ab. Es hieß, er habe noch gekämpft, als die meisten seiner Untergebenen und Gefährten längst gefallen waren. Eine Aura aus Licht umhüllte ihn, die immer heller wurde, und mit einem Stoßgebet zwang er die Toten zurückzuweichen, um für seine folgenden Schläge Atem zu schöpfen. Doch dann kam der schwarze Drache. Das Sausen seiner durchlöcherten Schwingen wurde Teil der Kakophonie, die seine Nekromanten intonierten. Gemächlich glitt der grauenhafte Verweser Warungs tiefer. Dunkelheit verdichtete sich um ihn, als ob die letzten Reste des Lichtes von seinem gewaltigen Laub aufgesaugt würden. Der schwarze Drache erschütterte den Boden, als er vor Okurian Yago auf dem Boden aufkam. Er wischte die Reste der Leibwache des Hochmeisters beiseite, einzig der Erwählte selbst entgang den furchtbaren Krallen und kam an das Unter heran. Es gelang ihm, seine Klinge durch den Bauchpanzer des Monstrums zu treiben, doch dahinter war nichts als Leere. Rassasor schnappte zu und verschlang den Hochmeister des Bandstrahlordens in einem einzigen Biss. Es gab kein Innehalten und kein Gedenken. Der Drache erhob seinen gehörnten, kahlen Schädel, richtete sich alles überragend auf seinen Hinterläufen auf und fiel dann über den Tross her, der sich mühevoll in einer langen Kolonne über die Radraumbrücke bewegt hatte. Backeln und Standarten fielen in den Dreck, und man floh Hals über Kopf den Damm hinauf auf Beilung zu. Dort öffneten sich die Tore, und die Fürstilluminator Iguiduena, umgeben von einer Kohorte der Sonnenlegion, führte den Ausfall an, dem Feind entgegen. Zwangen die Belagerer und Schreckgestalten auseinander, doch viele der unsrigen wurden dennoch abgedrängt und niedergemacht. Zu dieser Zeit glitt die Schivone Kaisereto, die als Blockadenbrecher zur Versorgung Beilungs unterwegs gewesen war, bevor sie in Feindeshand fiel, auf die Hafenanlagen von Beilung zu. Im Hafen lag der schwer beschädigte Konvoi, der als letztes Aufgebot der Perlenmeerflotte Beilung bei Einbruch des Winters erreicht hatte. Die mit Xeranian besetzte Schivone folgte eine große Dämonenarche, offenbar das gleiche Konstrukt, das bereits die horasischen Schiffe Horas Stolz und Sancta Elida versenkt hatte, deren Überreste als Trophäen aus ihren Aufbauten ragten. Rassasor trieb die Gotteskrieger unerbittlich vor sich her. Er überflog die Radraumbrücke, fuhr dann erneut wieder auf die Erde nieder und trat dabei auf seine eigenen Schergen zu Boden, während sie ihm im Wege waren. Nun, da er näher kam, schloss sich das Tor der Stadt. Langsam, zu langsam, da die Torwache nicht gegen den Druck der einströmenden Flüchtlinge ankam. Ein Gefühl gottloser Faszination durchlief die Nahestehenden und brachte sie fast um den Verstand. Es war die schauderhafte Begierde des Drachen, einen Riss in der göttlichen Vorsehung zu finden.
Er riss mit seinem gewaltigen Körper die Stadtmauer ein und drängte die bis auf einen schmalen Spalt geschlossenen Torflügel mit den Vorderklauen auseinander. Überderische Kräfte traten aus diesem Augenblick aufeinander, als die Ausgeburt der Bosheit die heilige Stadt in die Knie zwingen wollte und keiner der Anwesenden glaubte, der Anspannung auch nur einen Lidschlag länger gewachsen zu sein. Dadurch brach das Brüllen eines Greifen die atemlose Stille. Der weiße Greif Herophan war vom Arvepass herunter dem Heer gefolgt und schlug nun seine Pranken in das Rückgrat des Drachen. Dessen stimmloser Schrei fuhr allen lebenden Wesen durch Mark und Bein. Das untote Monstrum schüttelte das Göttertier ab, wirbelte mit ungeahnter Wucht herum und schlug die aschfahlen Krallen, die unheilbare Wunden reißen, tief in den Löwenleib des Götterboten. Des Greifen Blut bespritzte den geborstenen Torbogen Beilungs und der stolze Herophan sank nieder. Doch bevor Rassasor zufassen konnte, trieb ihn die Sonnenobristin Griffona von Arkenquell eine Lanze ins Knie. Das Monstrum strauchelte, woraufhin die Spitze der Lanze abbrach. Der gewaltige Knochenleib stürzte mit großem Getöse nach Beilung hinein, die tapfere Sonnenlegionärin und die vordringenden Horden des Drachenschergen unter sich begrabend. Die zierliche Gwynnena trat an das gestürzte Ungetüm heran, als kenne sie keine Furcht. Sie befahl ihm mit gellender Stimme: Weiche, Bestie! Da schienen sich die letzten Fünkchen Licht zu sammeln, die Wärme vergangener Tage zusammenzuströmen. Diese Funken, die Wärme, die zur Hitze wurde, sammelten sich um den Leib des Drachen. Seine pechschwarzen Schuppen knisterten, von seinem verrotteten Fleisch stiegen violette Schwaden auf, die wie Ruß an den Steinen haften blieben. Ein vielstimmiger, tosender Schrei hallte durch Beilung, als ob alle Opfer Rassasors durch Raum und Zeit ihr Leid und ihre Wut hinauskreischen würden. Reihenweise brachen die auferstandenen Leichname zusammen, die Schreckgestalten verblassten. Die existenzielle Bedrohung verflüchtete sich wie ein substanzloser Spuk. Rassasor kroch aus der Stadt heraus, erhob sich mühsam in die Luft und flog wankend gen Wahrung. Geschosshagel prasselte auf seine Schuppen nieder, aber vergebens, der schwarze Drache entkam. Nun galt es, sich den verbliebenen Untoten zu stellen, die von Silman Alvenisch ausgeschickt worden waren. Als das untote Monstrum sich in die Lüfte erhob, brach die Fürstin Illuminata bewusstlos zusammen, denn sie blutete längst aus zahlreichen Wunden. Lange Zeit verharrten die Geschützbesatzungen in Beilung reglos. Die Hafenbefestigung lag wie verlassen da. Erst als der Ruf erscholl: Zeigt ihnen den Teil der Wahrheit, der ihnen zusteht! Da öffneten zur Überraschung der Angreifer die ansatzbereiten Stückpforten der halb im Hafenschlick versunkenen, halb über Wasser liegenden Stern von Beilung und gaben einen Hagel von Rotzenkugeln ab. Geschosssalven wurden zwischen den eindringenden Schiffen und den Hafenbefestigungen ausgetauscht. Holzsplitter regneten durch die Luft und Schmerzensschreie gellten durch die Nacht. Die Dämonenarche hielt ungerührt auf die Hafenanlagen zu. Magische Flammenzungen schossen grell in den Nachthimmel, richteten unter den Verteidigern schweren Schaden an. Die Piraten und Fischwesen an Bord tanzten, beschmierten sich mit Blut und stießen zischelnde, gurgelnde Laute aus. Augenscheinlich wollte das Ungetüm anlanden. Doch da begann das dämonische Geschöpf plötzlich krampfhaft zu zucken und verlangsamte seine Fahrt. Mit zunehmender Nähe zu der heiligen Stadt versiegte der Fluss der Kraft zu den Beschwörern an Bord und ihr widernatürliches Gefährt begann sich zunehmend ihrer Kontrolle zu entziehen. Während die Dämonenarche sich in Schmerzen wand und ihre Besatzung wie Parasiten abschüttelte, die Schreie der gequälten Seelen die Niederlage Rassasors verkündeten, suchte die Kaiser Reto ihr Heil in der Flucht. Doch derweil schwärmte unter Führung der Seesoldaten die Stadtmiliz und nach einigen Zögern auch das vom Hunger gezeichnete Volk Beilungs aus, um die Arche mit Wurfhaken heranzuziehen und zu zerstören, die Karatüden aus dem Wasser zu fischen und in Stücke zu hacken. Nur ein Haufen angeschwemmter Wrackteile und stinkender Seetang blieben schließlich übrig. Als der neue Tag anbrach, sich dicke Wolken, durch die dicke Wolkendecke allmählich lichtete und die Strahlen der Sonne die Kuppeln des Preistempels zum Leuchten brachten, da war der Belagerungsring um Beilung zersprengt. Man sang dem Götterfürsten zum Wohlgefallen und betete für die Genesung der Fürst Illuminita und das Greifen. Frostig war allein der Empfang der verbliebenen Golgariten. Die aufgebrachte Menge hätte sie wahrscheinlich gesteinigt, wenn nicht die Fürst Illuminata selbst bleich wie eine lebende Tote von ihrem Lager aufgestanden eingeschritten wäre.
Danach sank die Hallier wie Duhenna wieder besinnungslos nieder. Die Diener Borons aber konnten ungehindert an Bord gehen, als mehrere Preisläufe nach den Ereignissen die Seeadler von Beilung einlief. Damit faltet ihr die aventurischen Boten noch einmal zusammen. Blickt euch noch mal an, während ihr hier bei eurer Pfeife den Zigarillos sitzt. Der Tee, der neben euch steht und schon ein bisschen kälter geworden ist. Vielleicht den einen oder anderen Keks noch in der Hand. Haben wir. Seid ihr eigentlich die ganze Zeit hingerannt gewesen? Nein, ich... Familiengeschäfte führten mich nach Lanfa. Mein Großvater mütterlicherseits bat mich, ihn zu begleiten in dieser Stadt, könnte man sagen. Nun, wie konnte ich seinen Wunsch abschlagen? Und so begleite ich meinen Großvater nach Alansa und nutze die Gunst der Stunde, mein Wissen um die Bekämpfung der Dämonen zu vergrößern. Wie ihr sicherlich wisst, ist im Süden das Wissen um die Dämonen deutlich ausgeprägter als hier in Gareth oder im Horasreich, mal von Punim abgesehen. Nun, wie es kam, ich traf die Spektralität und nun ja, wir einigten uns, dass ich seine Dienste bzw. Dienste seiner Akademie und seiner Bibliothek kostenfrei nutzen konnte, wenn ich eine Expedition begleiten würde, die mich tief in die Dschungel Alanfas führen würde. Wie es sich herausstellte, war eine Expedition der Akademie verschollen. Und nun, ich sollte zusammen mit einigen Söldnern diese Expedition begleiten und die Versorgung sicherstellen. Und so traf ich Rafim. Zeig auf ihn oder deut auf ihn. Nun, nachdem uns ein Waldmenschenstamm überfiel und wir mit letzter Kraft fliehen konnten, sie machten sonst die übrige Expedition komplett nieder, kehrten wir geschlagen und schwer verletzt nach Alanta zurück. Aber nichtsdestotrotz, wir kehrten mit unverminderter Stärke wieder und brachten diesen wilden Heiden die Worte der Zwölfe näher. Nun. Ah, während der Flucht brachte ihr ihn dann. Nein, wir kehrten wieder in einer zweiten Expedition. Ach so, ihr habt zwei Expeditionen gemacht, okay. Und der Konvokatus hat das natürlich alles abgesegnet, nicht wahr? Natürlich. Welchen Konvokatus meint ihr? Ihr meint der Weißen Gilde? Nun, nicht ganz, er wusste davon nichts. Es ist schwierig, über diese Entfernung zu kommunizieren. Ihr habt also ohne Genehmigung der Gilde Arbeiten für die Alanfanische Akademie verrichtet. Ich habe die Magie unterstützt. Ich habe eine Expedition gerettet. Es ging um eine Expedition. Nun gut, der Schwarzen Gilde zwar, aber nichtsdestotrotz einer göttergefälligen Stadt. Die Stadt mag göttergefällig sein. Doch diese Akademie ist es gewiss nicht. Nun, ich sehe das genauso wie die Magistra, aber wenn wirklich Gefahr im Verzug war, konnte er sich wohl seine Geleitung nicht aussuchen. Magistra, seid ihr Schwarzmagier? Nein, das bin ich gewiss nicht. Wie gesagt, ich habe meine Schwierigkeiten mit der Weißen Gilde, aber das tut hier an dieser Stelle nicht zur Sache. Nichtsdestotrotz galt es, den Heiden, diese wilden Barbarenstämmen, diesen Waldmenschen, die Worte der Zwölfe näher zu bringen. Und das haben wir getan. Oh, das funktioniert nicht wirklich. Ich muss zugeben, die Mohas sind speziell. Aber ich muss sagen, einige von ihnen sind sehr interessante Gesprächspartner. Aber sie glauben an die falschen Götzen. Sie beten einen schwarzen Jaguar an. Die Mohas bekehren, wenn es hier so viel zu tun gibt. Ja. Frau von Spurgen, wart ihr denn hier in Gareth 4? Habt ihr was mitbekommen? Denn ich hab... Nur als wir zurückkehrten nach Gareth,
bin ich erstmal ein halbes Jahr hier geblieben. Das ist so der Rhythmus, den die Pfeile haben. Und bin dann auf einige Missionen geschickt worden und hatte dann wieder einen halbjährigen Einsatz in Perainefurten, von dem ich gerade erst vor ein paar Tagen zurückgekehrt bin. Erzähl Ihnen von der Sache bei Dergelsen. Dergelsen, ja. Ritter Jarlan hat mich dabei begleitet. Er war damals gerade frisch dem Bannstrahl beigetreten. Ich war ganz erstaunt, ihn zu sehen und macht sich gut in seinem Gewand. Das ist dann mehr oder weniger. Wir haben doch damals diese toten Flügel überall über den Feldern gesehen. Richtig. Bevor wir jetzt hier aufgebrochen sind. Die sind wieder da. Was? Die Vögel, sie liegen wieder tot auf den Feldern rund um Garret. Tatsächlich. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, als wir dieses komische Ding hier gestoppt haben in der Stadt, bevor wir in die dunklen Lande gezogen sind. Seht ihr, was ich meine? Die Anzeichen verdichten sich und die Weiße Gilde tut nichts dagegen. Naja. Die Weiße Gilde tut alles, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann, da bin ich mir sicher. Nicht wahr, Magistra? Selbstverständlich. Es ist nur so, wir Pfeile des Lichts haben natürlich auch schwere Verluste hinnehmen müssen in den vergangenen Schlachten. Aber ich gebe euch mein Wort, ich werde mich darum kümmern. Vielleicht sollten wir uns das, wenn wir einige Tage dienstfrei haben, einmal ansehen. Schaden wird es nicht. Informationen für euch, vor allem für die beiden Magier. In 2 Wochen gibt es hier einen Magierkonvent. Dementsprechend sind noch nicht so viele Zauberer hier, aber wahrscheinlich werden in den nächsten 2 Wochen bis zu 300 hier eintreffen. Zumindest war es so beim letzten Konvent in Punin. Aktuelle Gespräche mit Zauberern, wirkliche Themen, müsste man mal schauen, was man so alles besprechen könnte. Vor 7 Jahren war ja vor allem dann das Auftauchen von Borbrat und die Bedrohung damit ziemlich einnehmend im Konvent. Man kam so gar nicht dazu, dass man über sowas wie Gewandverordnung sprechen kann. Das muss jetzt nachgeholt werden. Es wird ein bisschen was über die neue Abraxas-Theorie von Punin berichtet. Ein paar neue Ordensregularien werden von der Weißen Gilde dann aufgestellt. Man nimmt sich auch wieder ein bisschen Zeit, um über die gestiegenen Alraunenpreise zu berichten, um da den Alraunen, diesen mafiösen Strukturen da Einhalt zu gebieten. Natürlich werden auch die neuen Sprecher der Weißen Gilde gewählt, beziehungsweise aller. Gut, bei der Weißen Gilde, das wird mal wieder Saldorf Hoslarin, das ist ein offenes Geheimnis. Der sitzt da fest im Sattel und niemand kann ihn wirklich verdrängen. Es gab wohl nochmal die Überlegung, ob die alte Prischer von Krangor in der Grauen Gilde weiterhin am Ball bleibt oder ob sie ihren Hut nimmt. Bei der zerrissenen Schwarzen Gilde ist der Titel quasi gar nichts wert. Wer da den Convocatus Primus stellt, das ist von weniger Bedeutung, aber da gibt es dann auch trotzdem so 3 oder 4 Leute, denen man diesen Titel andichten könnte. Aber so vor allem steht jetzt gerade auf dem Themenplan, die neuen Gewandsverordnungen, neue Magierhüte und neue DIN-Formen.